Jetzt kommen wir zur Auflösung der Fragen zum Thema BGB, Bürgerliches Gesetzbuch. Da hatte ich 16 Fragen gestellt und wir schauen mal, wie sehen die entsprechenden Antworten aus. Die erste Frage war, was regelt das Zivilrecht, welches Prinzip wird angewendet und in welchem Gesetz sind die grundsätzlichen allgemeinen Regelungen zum Thema Zivilrecht enthalten? Die Regelung der Beziehung der Bürger untereinander regelt das BGB. Das BGB regelt oder das Zivilrecht regelt die Beziehung der Bürger untereinander. Beim Zivilrecht sprechen wir von einem Gleichstellungs- oder auch von einem Gleichordnungsprinzip. Und die maßgeblichen, die grundsätzlichen, die allgemeinen Regelungen finden wir natürlich im Bürgerlichen Gesetzbuch. Welche Funktion haben die Jedermannrechte bzw. die Rechtfertigungsgründe im Bürgerlichen Gesetzbuch? Die Rechtfertigungsgründe im Bürgerlichen Gesetzbuch schützen denjenigen, der sie anwendet, vor zivilrechtlichen Ansprüchen. Das heißt, ähnlich wie im Strafrecht, ich begehe zwar eine widerrechtliche Handlung, aber ich habe für mein Handeln einen Rechtfertigungsgrund. Was versteht man unter dem Begriff der Rechtsfähigkeit und wer kann überhaupt rechtsfähig sein? Rechtsfähigkeit ist halt die Fähigkeit, Rechte und Pflichten auszuüben bzw. zu tragen. Und Träger von Rechten und Pflichten können sein natürliche Personen, aber auch juristische Personen. Ja, grundsätzlich auch in zivilrechtlichen Angelegenheiten staatliche Institutionen. Zum Beispiel, wenn der Staat mit jemandem einen Vertrag schließt. Vertragsrecht ist grundsätzlich immer Zivilrecht. Ab wann ist eine natürliche Person rechtsfähig? Die Rechtsfähigkeit beginnt mit der Geburt. Das heißt, schon ab der Geburt hat man bestimmte Pflichten, aber natürlich grundsätzlich mehr Rechte. Was beschreibt den Eigentümer? Was beschreibt den Besitzer? Der Eigentümer hat die rechtliche Herrschaft, die Verfügungsgewalt, die rechtliche Verfügungsgewalt über eine Sache. Der Eigentümer hat die tatsächliche Verfügungsgewalt, die tatsächliche Herrschaft über eine Sache. Das haben wir einmal im Paragraphen 903 BGB bezüglich des Eigentümers und im Paragraphen 854 BGB bezüglich des Besitzers. Was ist ein Besitzdiener nach Paragraph 855 BGB? Ein Besitzdiener ist jemand, der die tatsächliche Gewalt über eine Sache für einen anderen ausübt. Und das macht er in dessen Erwerbsgeschäft, in seinem Haushalt oder in irgendeinem ähnlichen Verhältnis. Aber derjenige, der die tatsächliche Gewalt über die Sache für einen anderen ausübt, also der Besitzdiener, ist an die Weisungen des Besitzers auch gebunden. Was versteht man unter dem Begriff Hausrecht? Woraus, aus welchen Rechtsnormen, aus welchen Gesetzen, aus welchen Bereichen leitet sich dieser Begriff ab? Hausrecht ist grundsätzlich die Befugnis, Entscheidung zu treffen, wer sich in meinem befriedeten Besitztum aufhalten darf und wer nicht. Das Ganze ergibt sich unter anderem aus Artikel 13 und Artikel 14 des Grundgesetzes, also Eigentum und Unverletzlichkeit der Wohnung, aber auch zum Beispiel aus § 903 BGB, den Befugnissen des Eigentümers. Unter anderem heißt, es gibt noch mehr. Der Begriff Hausrecht ist nicht klar irgendwo definiert, sondern er leitet sich aus verschiedenen Gesetzen ab. Hausrecht ist aber auch ein Rechtsgut, nämlich ein individuelles Rechtsgut.
Ein Sicherheitsmitarbeiter führt an drei aufeinanderfolgenden Tagen bei ein und derselben Person aus persönlichen Gründen eine Taschenkontrolle durch. Hat der Sicherheitsmitarbeiter damit gegen eine Rechtsnorm verstoßen? Ja, hat er, und zwar gegen § 226 BGB, gegen das Schikaneverbot. Ja, die Ausübung eines Rechtes ist dann unzulässig, wenn sie nur den Schaden haben kann, nur den Zweck hat, dem anderen einen Schaden zuzufügen. Ja, das ist nicht erlaubt. Dementsprechend verstößt er gegen eine Rechtsnorm. Nennen Sie bitte die zentrale Schadensersatzvorschrift des BGB. Und wo steht im bürgerlichen Gesetzbuch etwas über Schadensersatz drin? Was betrifft uns? Und da bleibt für uns, es gibt noch mehr, aber für uns bleibt das Thema § 823 BGB, die Schadensersatzpflicht. Schadensersatzpflicht nach unerlaubten Handlungen. Was ist eine unerlaubte Handlung? Eine unerlaubte Handlung ist eine widerrechtliche Verletzung eines schützenswerten Rechtes bzw. eines Rechtsgutes eines anderen. Ja, das Ganze kann vorsätzlich, das Ganze kann aber auch fahrlässig geschehen. Das spielt keine Rolle. Ja, es ist widerrechtlich und durch meine widerrechtliche Handlung verletze ich das Rechtsgut eines anderen oder ein anderes schützenswertes Recht. Zum Beispiel das Urheberrecht. Ja, Urheberrecht ist ein anderes schützenswertes Recht. Ein vierjähriges Kind beschädigt mit seinem Dreirad die Lackierung eines PKWs und hat der PKW-Besitzer eine Chance, seinen Schaden in Höhe von 1.500 Euro bezahlt zu bekommen. Grundsätzlich kann man sagen, nee, ja, weil Kinder, die noch keine 7 Jahre alt sind, nicht schadensersatzpflichtig sind. Das Ganze haben wir im § 828 BGB, der Schadensersatz bei Minderjährigen. Eventuell würden die aufsichtspflichtigen Personen haften. Ja, aber das müsste dann geprüft werden. Die haften nicht immer, nicht grundsätzlich, sondern nur, wenn sie tatsächlich ihre Aufsichtspflicht verletzt haben, vernachlässigt haben. Nennen Sie zwei Möglichkeiten der Gefährdungshaftung. Gefährdungshaftung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Unter anderem habe ich das bei der Haftung des Tierhalters nach 833 BGB. Und ich habe es aber auch im Straßenverkehrsgesetz, nämlich die Haftung des Kraftfahrzeughalters. Bei diesen beiden Punkten grundsätzlich allgemein kann man es auch beschreiben. Wenn Sie eine Handlung begehen, von der eine Gefahr, von der eine potenzielle Gefahr ausgeht, sind Sie dafür verantwortlich, dass dadurch kein Schaden entsteht, dass nichts passiert. Sollte es doch der Fall sein, müssen Sie dafür haften. Nennen Sie die Voraussetzungen der allgemeinen Selbsthilfe nach § 229 BGB. Die Voraussetzungen der allgemeinen Selbsthilfe sind als erstes der zivilrechtliche Anspruch, den ich haben muss. Dann das zweite, obrigkeitliche Hilfe ist nicht rechtzeitig zu erlangen. Und zum dritten, wenn ich jetzt nichts mache, dann würde die Durchsetzung meines Anspruches wesentlich erschwert oder vereitelt werden. Ich selbst brauche einen zivilrechtlichen Anspruch. Anders als bei Notwehr, wo ich in Form der Nothilfe jemandem helfen kann, ist es hier bei der allgemeinen Selbsthilfe nicht möglich. Die bezieht sich nur auf mich, aber die allgemeine Selbsthilfe kann auch auf mich übertragen werden, durch den Auftraggeber gegebenenfalls. Obrigkeitliche Hilfe ist nicht rechtzeitig zu erlangen. Das bedeutet, die Polizei, Staatsanwaltschaft, das Gericht kann mir nicht rechtzeitig helfen. Und die Durchsetzung meines Anspruches würde wesentlich erschwert oder vereitelt werden. Das heißt, es würde schwieriger für mich sein, meinen Anspruch durchzusetzen, oder ich könnte ihn gar nicht durchsetzen.
Welche Handlungsmöglichkeiten habe ich bei der allgemeinen Selbsthilfe nach 229 BGB? Gerade waren die Voraussetzungen, jetzt habe ich die Handlungsmöglichkeiten. Ich kann einmal eine Sache wegnehmen, beschädigen oder zerstören. Ich kann den Verpflichteten, wenn er der Flucht verdächtigt ist, festnehmen. Und ich kann den Widerstand des Verpflichteten beseitigen, den Widerstand gegen Handlungen, die dieser zu dulden verpflichtet ist. Das heißt, den Widerstand gegen das Wegnehmen, den Widerstand gegen das Festnehmen, wie auch immer. Er muss diese Handlung, die ich begehe, dulden, sofern die Voraussetzungen gegeben sind. Was versteht man unter dem Begriff der verbotenen Eigenmacht nach § 858 BGB? Grundsätzlich kann man das mit zwei Worten erklären. Einmal mit dem Begriff der Besitzstörung und mit dem Begriff des Besitzentzugs. Das Ganze muss aber widerrechtlich sein und gegen den Willen des Besitzers. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel wenn ein Gesetz diesen Eingriff erlaubt. Wie am Flughafen, wenn dem Fluggast irgendetwas weggenommen wird, was er nicht mitnehmen darf. Besitzstörung. Der Besitzer darf sich verbotener Eigenmacht mit angemessener Gewalt erwehren. Und Besitzentzug. Der Besitzer darf dem auf frischer Tat betroffenen oder verfolgten Täter eine Sache auch mit Gewalt, mit angemessener Gewalt wieder abnehmen. Das sind die Möglichkeiten, wie der Besitzer darauf reagieren kann. Das ist die allgemeine Selbsthilfe, das ist die Selbsthilfe des Besitzers nach 859 BGB. Und können die für Sachen im § 90 BGB geltenden Vorschriften auch auf Tiere, § 90a BGB, angewendet werden? Grundsätzlich sind Tiere keine Sachen. Für Tiere gelten spezielle Gesetze. Sollte man diese speziellen Gesetze, diese Tierschutzgesetze, nicht anwenden können, dann werden Tiere rechtlich auch wieder wie eine Sache behandelt. Zum Beispiel beim Thema Schadensersatz. So, ich hoffe, das hat Ihnen ein bisschen geholfen. Sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich einfach, schreiben Sie eine E-Mail, info@advanced-bildungsakademie.de oder rufen Sie bei uns an. Die Kontaktdaten haben wir im Netz. Dankeschön.